Jo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Farquaad New Dawn. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Also. Der Vater. Ich tat alles, worum ich gebeten wurde. Ich brachte Opfer. Mich selbst. Ich führte uns in die neue Welt. Ich dachte, sie würde wunderbar sein. Ich lag falsch. Ich habe so lange gewartet, bis jemand kommt. Ich begann zu verzweifeln. Ich kenne dein Gesicht. Gott zeigt es mir in einem Traum. Ich wusste, du würdest kommen und alles richtigstellen. Damit alles genauso ist, wie es sein sollte. Ich wusste, du bringst die Erlösung. Du suchst Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, das kann nur Gott. Aber er hat einen Plan für dich. Bitte. Bewundere deine Stärke. Oh, Vater. Der Weg nach Norden ist gefährlich. Ich knie nieder. Nach Gottes reinigendem Feuer erkannte ich den Weg, den er uns bereitet hat. Demütig. Und ich wusste, obwohl ich bin Auserwählte, ne? Ach, Platz, Joseph. Der Auserwählte Kost. Kann dir jemand hier runterschubsen? Aus den Bunkern kam. Lass ihn in Ruhe. Geh weg. Wir würden alles ablehnen. Lass den Vater in Ruhe. Erschaffen, die nur von dem lebt, was das Land ihr gibt und nie mehr als nötig nimmt. Gib mir einen Kuss. Oh, Vater. Ja. Gott. Und in der Verzweiflung fand ich unsere Erlösung. Diesen Baum. Seine Frucht ist ein Geschenk Gottes, das meiner Familie die Kraft gab, den Hunger und die Pestilenz zu überstehen. New Eden blühte auf. Wir erschufen ein Paradies auf Erden. Doch es war nicht in Dauer. Dafür hat diese Heuschreckenplage gesorgt. Diese Highwaymen verkörpern alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Jawohl! Ihre Seelen sind verdorben. Was ist hier denn, wenn ich hier rausschulde? Ja. Oh. Aber du. Ich wollte in die Freiheit schwimmen. Du bist anders. Scheiß auf die Highwaymen. Ich glaube, deine Seele ist würdig. Alles voller Blitz. Hm.
ist die Hilfe, die du gesucht hast. Gottes Geschenk an uns. Das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Reinige deine Seele. Okay. Ab geht's. Wenn du Erfolg hast und deine Seele rein ist, auf dem Stechapfel, dann hat Gott dich wahrhaft gesandt. Und ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben. Aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Karma Queen. Das war die beste Film. Jupp. Hallo Bestie. Bestie da, wo sie am höchsten ist. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln bekämpfen. Du müsst den auf den Bauch am besten schießen, dann macht am meisten Damage. Okay. Wollte es noch mal erwähnt haben. Auf die Zuschauer. Jawohl. Jawohl. Das war ein netter Schuss. Durchströmt.
Flieg, Bärchen, flieg! Sehr schön. Ja. Haben wir doch wieder ein paar nette Fähigkeiten oben drauf bekommen. Unsere innere Bestie mal besiegt. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und Vater. Ethan. Vater? Der Vater. Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir. Und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat ihre Seele geprüft und sie ist gut und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass diese Fremde unsere Hirtin ist, Vater. Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden, folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. Sohn, ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Oha. Eines Tages siehst du das Licht. Er ist eine ganze Familie geopfert. Kommt. Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Er hat seine Brüder und seine Ziehtochter, seine Ziehschwester für New Eden sterben lassen. Ja. Die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen.
Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unsere Hirtin sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Jo. Josephs Geheimnis abgeschlossen. Begleiter. Hey, Deb. Du kommst, um deinen Leuten zu helfen. Ist da irgendwas? Sorry, Deputy. Ich hab 10 Vorteilspunkte erhalten gerade. Hallo, hörst du mal auf? Der arme Vater. Heute nicht. Oh, die Katze ist böse, guck. Hör auf. Oh. Nein! Kannst du Waffen aus? Achso, ich kann auch was machen. Ja, ja, okay. Aber es ist ja auch, um ihn umzubringen. Ja, war keine Absicht. Ich bitte dich, Gott, hilf mir zu überleben! So, guck mal deine Vorteilspunkte. Ja, meine Vorteilspunkte würde ich jetzt gerne mal kurz machen. 11 Stück habe ich. Ja, und? Hat sich irgendwas verändert? Ja, da unten. Ja. Glaubenssprung, Geist. Dann viel Spaß. Gut. Sprich mit Kim. Wahrscheinlich müssen wir deswegen auch nach Dings zurück. Nach Prosperity zurück. Ja. Hast du die neuen Fähigkeiten geskillt? Eine davon. Welche? Die vorletzte. Ah, das mit dem Takedown, glaube ich, ne? Mhm. Das ist gut. Gut, jetzt kannst du halt keine andere Fähigkeit, aber du kannst halt auch solche Dinge damit machen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück zu Kim. Ich weiß nicht, ob du das siehst, wenn ich mich unsichtbar mache, aber... Das ist das, was du kannst? Ja, ich habe halt durchgescaled, ne? Mhm. Deswegen dachte ich, wir müssen dringend mal ein paar Skillpunkte machen, weil ich ja wusste, dass du demnächst jetzt die nächste Reihe Skillpunkte bekommst. Jo. Gut, dann würde ich mal sagen, wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann. Wenn wir uns mal ein paar Skillpunkte holen, würde ich sagen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Mach mal. Bis dann. Gutes. Ja. Bis dann. Ciao.